Hallo. Hier ein Beispiel für eine Konstruktion eines Gehäuses mit asymmetrischen Profilen. Das Profil ist zum Beispiel als Step-Datei vom Hersteller geliefert. Dann kann man zum Beispiel mit TrimX die gewünschte Länge erzeugen. Weil es asymmetrisch ist, muss es um 180 Grad gedreht werden. Dazu könnte man so eine Hilfslinie erzeugen, woran man das dann dreht. Am Mittelpunkt. 180 Grad. Zweite Drehung. Um ein definiertes Gehäusemaß zu bekommen, könnte man zwei Verschiebungen durchführen. Die zweite Verschiebung beinhaltet das gewünschte Maß. Damit die eingeschobene Platte nicht klemmt, könnte man hier mit einem feinen Raster arbeiten, um die Platte zu konstruieren mit Spiel. Die Rundung wird berücksichtigt. Bei der TrimX-Funktion ist die automatische Einstellung der Arbeitsebene sinnvoll, weil man dann immer den Befehl benutzen kann. Hier wieder das gleiche mit dem definierten Abstand. Der Rest sind Wiederholungen. Das war's. Dankeschön.